Ich bin Zoe, ich bin 33 Jahre alt und mache jetzt seit September vergangenen Jahres eine Ausbildung zur Stuckateurin. Ich habe relativ lange studiert und das abgebrochen und dann erst mit 32 meine Lehre angefangen. Und ich hätte nicht gedacht, dass das so einfach möglich ist. Also dieses einfach nur am Schreibtisch sitzen und Ideen denken, dass mir das halt nichts ist, sondern dass ich diese Ideen halt auch machen und umsetzen möchte. Was ich an meinem Beruf liebe, ist, dass ich als Stuckateurin das Stadtbild mitgestalte. Markus, was machst du? Spannung aufbauen. Mit 200 Leute in Pulldorf warten, dass es weitergeht. Echt? Also komm jetzt her. Also gut, es soll weitergehen. Können wir von Narren aus Fasching etwas lernen? In einer Zeit, in der wir selber nicht mehr wissen, die Narren sich hinter der Maske befinden oder gar schon unsere Politik Einzug genommen haben, stellt sich immer die Frage, ob der Narr uns alle beherrscht. Und um dieser Frage nachzugehen, wollen wir euch aus dem Baufachforum Wilfried Berger die Geschichte einer französischen Legende mit den Narren von Pfullendorf vortragen. Der tanzende Gaukler im Kloster. Es war einmal ein Gaukler, der die Leute mit seinen Späßen und Kunststücken erfreute. Er konnte springen, auf seinen Händen laufen und tanzen, dass es eine Freude machte. Er zog von Ort zu Ort, von Jahrmarkt zu Jahrmarkt und überall gaben ihm die Leute so viel, dass es ihm zum Leben reichte. Endlich war er all des Treibens müde und er klopfte an das Tor eines Klosters. Er bat, in die Reihen der Mönche aufgenommen zu werden. Der Abt gab ihm eine Mönchskutte und er reihte sich bescheiden als Letzter ein, wenn die Mönche zum Gebet schritten. Bald aber wurde sein Herz von tiefem Gram erfüllt. Er konnte nicht mitsingen, wenn der Chor der Klosterbrüder sang. Er wusste die lateinischen Worte nicht zu setzen, die die Mönche beim Gebet sprachen. Er verstand auch nicht, in frommen Büchern des Klosters zu lesen. Ein fröhlicher Tag, der geht so schnell vorbei. Und eine traurige Stunde, Ewigkeit gleich. Apropos Ewigkeit, suchst die Wahrheit im Weine, dann brauchst viel Geduld, dass ich beim Sucher so blöd wär, dafür trifft mich keine Schuld. Ist das so? Ah, apropos Schuld, der Sündenfall. Die Eva, das Ruder, gab dem Adam die Frucht. Der Depp hat sie Fresse, jetzt sind wir verflucht. Vielen Dank hier auch ans Weibsvolk, Dankeschön. Apropos verflucht, wenn noch mal der Hai-Emmer heiratet, dann heirate Kuh. Bei Tag gibt's sie Milch und bei Nacht gibt's ein Buch. Ja. Ah, apropos Nachtruhe. In der Wirtschaft wird gesoffen. In der Kirche wird gebet. Im Wetter wird geschlafen. Oder auch nicht. Ja, da kenne ich mich eigentlich nicht mit aus. Im Schlafen. Ah, und noch ein letztes übers Weibsvolk. Wer als Wein- und Weiberhasser all jeder Mann im Wege steht, der fresse Brot und trinke Wasser, bis er dran zugrunde geht. Ajo. Er fühlte, dass er hier unnütz sei. Das bedrückte ihn sehr. Eines Tages schlich er in eine einsame Kapelle, als die Glocke die Mönche zur Frühmesse rief. Ein Gedanke hatte ihn erfasst. Wenn ich schon nicht die Psalter nicht mitsingen kann, so will ich doch etwas tun, was ich kann. Er legte das Mönchsgewand ab und in seinem bunten Gauklergewand, das er unter der Kutte trug, begann er zu tanzen. Er drehte sich in unermüdlichem Schwung hierhin und dorthin.
Seine Arme waren wie die Flügel eines Schmetterlings. Er sprang seine höchsten Sprünge, er schlug das Rad, er lief auf den Händen durch die Kapelle. Mit einem Wort, er tanzte voller Inbrunst mit Leib und Seele. Er tanzte, um Gott zu erfreuen. Er tanzte, bis er atemlos niedersank. Ein Mönch war ihm heimlich gefolgt und hatte durch einen Türspalt diesen Tanz gesehen. Er eilte zum Abt und holte ihn herbei. Am nächsten Tag ließ dieser den Bruder zu sich kommen. Zerknirscht fiel der vor dem Abt auf die Knie. Kaum konnte er seine Tränen zurückhalten. Ich weiß, dass ich ein schlechter Mönch bin. Anstatt zu beten, habe ich getanzt. Ihr habt recht, wenn ihr mich aus dem Kloster verweist. So will ich freiwillig wieder auf die Straße gehen. Doch der Abt zog ihn zu sich empor und sagte, du hast mit deinem Tanzen eindringlicher zu Gott gesprochen, als wir es alle tun. Denn oft sind es nur unsere Lippen, die die Worte formen und nicht unsere Herzen. Bleibe bei uns, deine Frömmigkeit kommt aus dem Herzen. Du ehrst Gott mit Leib und Seele durch dein Tanzen. Jenny, schau mal, der neue Platz wäre jetzt hier bitte nicht in der Pfütze, sondern nur an der Pfütze. Als nächstes, Jenny, werde ich hier in Pfullendorf dein Feuer entfachen. Was wirst du? Nein, nur die Fackel anzünden. Ach so. So. Jenny, und dann, wenn das Ding brennt, bitte weit nach oben und weit von dir weghalten, sonst gehst du in die Glatze von der Bühne. Und dann kommen wir jetzt zur Aufgabe. Fagus wird sich gleich innerhalb von 10 Sekunden vor euren Augen von seinen Fesseln befreien. Wir werden jetzt gleich gemeinsam von 10 rückwärts bis zur 0 zählen. Jenny, wenn wir bei 0 angekommen sind, wirst du auf spektakuläre Art und Weise die Fackel in die Pfütze vor dir werfen. Schau mal, die mit dir, dreh dich schon mal ein bisschen, genau. Und wirst dann so schnell wie möglich diesen Platz verlassen. Denn dann breitet sich das Feuer über die erste Reihe aus. Ja, man kann da auch sitzen bleiben. Ich mache mir gerade Gedanken über die Eltern, die ihre Kinder jetzt nicht nach hinten holen. Ja, letztes Mal in der Bahn mit der Schweiz, da sind auch Kinder dazugestellt worden. Für andere Geschichte. So, das Feuer breitet sich, wie gesagt, über die erste Reihe aus. Endet dann zu Fagus Füßen und Fagus wird vor euren Augen in Flammen aufstehen, so er es nicht schaffen sollte, Jenny daran zu hindern, hier alles anzuzünden. Moment, eins habe ich noch. Wenn ich wirklich in Flammen aufgehen sollte, dann erwarte ich, dass spontan 10 schöne Frauen hier nach vorne stürmen und sie auf mich werfen, um die Flamme zu ersticken. Wobei das Ganze... Was meinst du? Darf ich auch? Sie auf mich werfen? Ja! Hallo, ich wollte gerade sagen, das Ganze ist effektiver mit 5 dicken verschwitzten Männern. Das ist hey, du kennst mir auch überhaupt nicht. Jenny, ganz wichtig jetzt noch rein organisatorisch, falls nach der Nummer die Versicherung zu dir kommen sollte oder der Veranstalter. Das hier war alles deine Idee. Ja. Welche Versicherung? Wir haben doch schon lange keine. Vielleicht Jennys. Jetzt los geht's. Fagus wird sich innerhalb von 10 Sekunden von seinen Fesseln befreien. Wenn nicht, brennt hier ein großes Feuer. Wir ziehen die Feuershow vor. Es geht los. Und 1. Wunderlich, dass wir in der modernen Zeit mit Kriegen in der Ukraine und dem Gazastreifen nicht mehr Menschen als Opfer mehr ehren können und Verhandlungen und Gespräche verweigern und aussetzen und dabei nur noch todbringende Waffen mit Leid und Verderben auf beiden Seiten sprechen lassen?
wie kann sich ein demokratischer Staat hier hinter die tötenden Staaten stellen? Sind nach unserer Geschichte jetzt die Kriegstreiber die Narren oder die vielen Opfer und Tote dieser Kriegstreiber die Narren? Narren, wir heißen euch herzlich hier willkommen auf dem Festen zum Pfullendorf und wir hoffen, ihr seid alle gute Laune! Ihr habt schon weitaus weniger, schon weitaus lautere Zurufe erhalten und so fragen wir ein weiteres Mal. Seid ihr alle gute Laune! Eure Gläser, eure Herren und Gefäße, denn wir wollen mit euch trinken. Mögen ihr stets Rückenwind haben und Sonnenschein im Gesicht und mögen euch die Schicksalssturm hinauftragen, auf dass ihr mit den Sternen tanzt. Wünsche mal, dass will, mögen euch die Götter stets gewogen sein. Was wir nun spielen, erzählt die Geschichte über die Stimmung hier am Platze, noch zumindest. Denn wir hoffen, dass sie sich etwas ändern möge. Doch wir haben ein eigenes Lied darüber geschrieben und wir nannten es voller Trauer die Totenfeier.